Ich grüße euch und machen wir heute. Ich hoffe, letztmalig hier Schmorkohl, 12 Volt, High Power Connector, also 12 Volt, 2x6. Ich denke mal, dass wir nach dem heutigen Video dieses Thema einigermaßen abhaken können, bis vielleicht irgendwann mal eine Erfolgsmeldung kommt, dass man bestimmte Dinge, die ich heute ansprechen werde und wo ich ein bisschen den Finger drauf lege, auch berücksichtigt und abgestellt hat. So, und bevor ich damit anfange, ein Vorwort, eine ganz wichtige Vorbemerkung, die liegt mir nicht nur am Herzen, sondern die müssen wir einfach mal bringen. Die müsst ihr euch jetzt mal über euch ergehen lassen. Punkt Nummer eins, wie immer, ich mache ja eigentlich Stand-up. Ich habe auch keinen Plot, ich habe da drüben keinen Prompter, wo ich dann schön meinen ganzen Text ablese. Ab und zu habe ich da Charts-Grafiken drauf, da drehe ich ein großes elektronisches Flipchart. Da habe ich normalerweise, kann ich hier ein bisschen scrollen, aber die Benchmark-Daten, das Zeug, was ich hinten einblende, weil die Zahlen kann man sich ja gar nicht alle merken. Ich habe mir heute auch Textstichpunkte aufgeschrieben, weil die wirklich wichtig sind. Erstens, wir wollen nicht Weihnachten hier sitzen, weil ich mich wieder irgendwo verrannt habe. Verbal kann man sich ja mal so schön zerfasern und fragmentieren. Nein, wir müssen heute hier im Konzept bleiben. Punkt Nummer eins, ich habe also ein kleines Korsett mir selbst auferlegt. Punkt Nummer zwei, wir haben ja sehr viele Informationen, wo es um die exakte Benennung, wo es auf die exakte Benennung ankommt. Die muss ich genauso bringen, wie ich das auch aufgeschrieben habe, damit auch das Verständnis nachher da ist. Das heißt, es ist ziemlich komplex, es ist auch ziemlich kompliziert. Ich habe es natürlich einfach runtergebrochen für euch wie immer, aber ich muss mich heute auch so mal ein bisschen an dieses Schema aus dem Artikel halten, den ihr hier unten übrigens auch nachlesen könnt, Deutsch und Englisch, wie immer. Das war jetzt der Teil mit diesem Flipchart da gegenüber. Diesen Text habe ich übrigens nicht abgelesen. Das habe ich jetzt mal direkt in die Kamera gesprochen, weil ich kann das ja. Trotzdem, beim Inhalt müssen wir aufpassen. Ja, apropos Inhalt, ja, ist mir diesmal wirklich nicht einfach gemacht, weil es wirklich unfair ist, jedem Benutzer von so einer zerstörten Hardware einfach mal so die Schuld zuzuschieben. Also wenn man Möglichkeiten hat, so wie ich, auch die Änderung der PCI-SIG in diesen ganzen Unterlagen, in die ganzen PDFs, ist ja alles Konfitüre, also confidential, wenn man das nachvollziehen kann und wenn man dann auch den Wechsel der einzelnen Versionen, zum Beispiel vom 12 Volt High Power auf den 12 Volt 2x6 nachvollzieht und man kann es immer vergleichen, was sich da geändert hat, dann hat man auch Kontakte zu den Herstellern von diesen Steckverbindern und natürlich auch, man hat schöne Messmöglichkeiten zu denen, komme ich dann später auch noch kurz. Und dann kann man ja auch noch die Boardpartner, also die Grafikkartenhersteller, AEC, kann man auch noch fragen und wenn man das jetzt gemacht hat, ich habe über 50 von diesen Dingern dort analysiert, dann kommt zwar so eine schöne kausale Kette raus mit diversen Ursachen, die durchaus auch wirklich nachprüfbar sind und sie sind auch statistisch belegbar, weil ich nicht nur eine Karte kontrolliert habe, sodass der vermeintlich dumme Anwender nur ein Teil der ganzen Geschichte ist. Das bitte ich hier zu berücksichtigen. Wir müssen davon ausgehen, dass, das kann ich nachweisen, dass Fertigungstoleranzen, das verwendete Material und die allgemeine Verarbeitungsqualität wirklich einen Schwerpunkt dieser ganzen Problematik darstellt. Ich sage es nochmal, wir haben über 50 Defekte hier untersucht im Labor. Dann hat sich ein bisschen was rauskristallisiert, auch am Schadensbild. Auch die Schadensbilder habe ich dann, ich habe dann so Häufchen gemacht. Hier liegt dann mal so eine Sortierung da, wo sich wirklich sehr unterschiedliche Schadensbilder ergeben haben, wo man dann auch natürlich drauf schließen kann, was ist hier eigentlich passiert, wenn man so einen Stecker mal aufbohrt oder genauer analysiert. Das heißt, die Geschichte mit diesen unfähigen Usern, das muss ich wirklich nochmal in aller Deutlichkeit sagen, so kurz vor Nvidias Quartalszahlenverkündung ist natürlich dem Anbieter sehr gelegen gekommen, rein zufällig. Er hat gut gepasst, aber im Endeffekt hilft das noch nicht mal Nvidia selber weiter, weil das Problem ist damit noch lange nicht erledigt. Das Problem liegt eigentlich ganz woanders. Und deswegen ist diese Geschichte so komplex und man darf da wirklich mit diesen Schuldzuweisungen, man muss da sehr vorsichtig sein. Und habe ich jetzt, ja, fange ich jetzt einfach mal an. Wir machen einen kleinen Trenner. Das war jetzt das Vorwort und mache jetzt ein neues Kapitel. Ich habe mich auf ein anderes Bauteil eingeschossen.
bis jetzt hat jeder kontrolliert, was steckt man denn da rein? Stecken wir da so ein Kabeladapter rein, hier so ein Cable-Mod und dann steckt man hinten, was weiß ich, unser Netzwerkkabel dran. Oder steckt da vielleicht ein Nvidia-Adapter drin oder steckt da native ein Netzteilkabel drin? Alle diese Dinge kann man natürlich miteinander vergleichen, das habe ich auch getan. Es gibt aber Schadensbilder, die sind identisch. Da ist es also nicht dieser kleine explizit, der dasselbe, dieser kleine Cable-Mod-Adapter, der dieses Problem auslöst. Warum der manchmal mehr ein Problem ausgelöst hat, das werde ich euch heute auch noch erklären. All das steckt man ja eigentlich bloß rein. So, und dann haben wir auf der Grafikkarte, habe ich hier mal so exemplarisch dieses kleine Teil. Man sagt mal, das ist eine Buchse. Also rein technisch gesehen ist das, was auf der Grafikkarte drauf verlötet ist. Das ist ein Stecker. Der hat nämlich männliche Pins. Wenn man in der Grafikkarte reinguckt, seht ihr, das sind lauter kleine Pins. Das ist eigentlich ein Stecker. Das ist natürlich jetzt wieder irreführend für die meisten. Deswegen die PCI-SIG, also dieser lustige kleine Normierungsfall, die nennen dieses Ding Header. Ist auch korrekt. Haben wir auf den Mainboards ja auch, der USB-Header. Und ich nenne dieses Teil, diesen Stecker, diese Steckbuchse, die da auf der Grafikkarte ist, im folgenden Header. Und das, was man dann reinsteckt, also eigentlich ist es ja eine Buchse, die nenne ich jetzt Cable Plug. Genauso wie diese wertvolle PCI-SIG, die sagt dazu nicht Steckbuchse, sagt dazu Cable Plug. Das heißt, wir haben hier das auf der Grafikkarte, das ist der Header. Das hier, was man reinsteckt, ist Cable Plug. Und egal, ob das jetzt ein, was weiß ich, hier so ein Cable Mod Adapter ist oder ein Netzteilkabel mit Stecker hinten dran, also mit einem Cable Plug. So, und um dieses Teil auf der Grafikkarte geht es heute. Das ist nämlich der kleinste gemeinsame Nenner. Und da muss ich mich wundern, dass das bis jetzt noch keiner untersucht hat. Wir haben uns über diese ganzen Dinge alle unterhalten und da haben wir diesen Cable-Mod-Adapter verflucht und sagt, das Netzteil, das Kabel vom Hersteller A ist natürlich besser als das Kabel vom Hersteller B und das sind die, nee. Alle diese Dinge können gleiche Schadensbilder erzeugen, also muss man die Ursache bitte woanders suchen und ich kann es wirklich nicht verstehen, warum sich keiner diesen kleinen Header mal angeschaut hat. Den wird es heute gehen. Ganz, ganz wichtig. Boah. Kapitel zu Ende und ich habe noch nicht mal auf Flipchart gelunzt. Bin stolz auf mich. So, auch jetzt muss ich da doch mal drauf gucken. Was haben wir denn? PCI-SIG, dieser kleine Normierungs-Karnevalsverein. Ja, was machen die? Die machen immer so schöne Formulare und dann gibt es seitenweise PDF auf Seite 252 oder 156, je nachdem, alte, neue Version. Steht dann. Dann da ist die Version 5.0. Das war die alte, das muss ich euch mal zeigen. Das muss ich da mal ein Stückchen rüberwursteln. So, schiebe ich mich mal hier hin. So, da könnt ihr euch das mal angucken und da sehen wir es ja. Guckt euch das mal an. Ich habe den roten Bereich mal ein bisschen für euch rausgeholt. Und es ist ja so, also auch dieser kleine Verein ist ja so in einem Learning-by-Doing-Prozess. Das hat sich immer so weiter, je nachdem, was da für Schäden kam, weiterentwickelt. Und dann hat man noch ein bisschen was aufgenommen und hat dann noch ein bisschen was aufgenommen. Und ich habe es ja auch in Videos und in Artikeln schon thematisiert, dass man eine Version 5.1 nachgeschoben hat. Dann hat man den Stecker neu gemacht, da wurden die Pins plötzlich vorne, die Strompins länger und dafür die Sense-Pins wurden kürzer. Und dann hat man sich sehr viel Mühe gegeben, um das natürlich kompatibel zu halten, damit auch diese neuen Cable-Plugs auf die alten Header der Grafikkarten passen, die man ja schon hergestellt hat, zu Hunderttausenden verkauft hat. Da hat man natürlich ganz schöne Pirouetten gedreht. So, und da, ob der Anwender jetzt Skills hat, um den Stecker reinzustecken. Also das hat die PCI-SIG ja gelöst. Also wenn der Stecker nicht hundertprozentig drauf sitzt, geht die Karte gar nicht an. Das Problem ist mittlerweile abgefeiert. So, um das geht's nicht. Schaut euch das da hinten bitte mal an und jetzt geht es heute mal wirklich um Toleranzen. So, das muss man jetzt sich einfach mal angucken. Und da sehen wir, was sehen wir hier eigentlich? Wir sehen, dass die 12 Pins, ja, das rot hinterlegte, da haben wir 6 Pins für 12 Volt und 6 Pins für die Masse, jeweils quadratisch sein sollten mit 0,64 mm Außenlänge. Also diese 4 kleinen Teile da, die müssen 0,64 mm sein. Und zu diesem verwendeten Vierkantdraht komme ich nachher noch. Da muss ich auch mal klären, wie der hergestellt wird. Und dann wissen wir auch, wo das Problem zum Teil mit herkommt. So.
Was man aber gemacht hat, hier gibt es noch keine Toleranzangaben. Da haben wir gesagt, 0,64, schön, aber wo sind die Toleranzen, bitte schön, die hat man einfach vergessen. Das kann einer 0,62, der andere sagt, ach, machen wir 0,8. Das Problem ist, es stehen ja Toleranzen da, aber das, was dort als Toleranzangabe steht, nämlich diese 0,2 Millimeter, die sollte sich eigentlich nur auf der Achse irgendwo sich damit drauf beziehen, aber auf was haben sie leider nicht hingeschrieben. Das heißt, rein theoretisch, so wie es jetzt da steht, gilt es auch für diesen kleinen Pempel. Der könnte dann 0,44, 0,84, 0, irgendwas sein. Das, Leute, so funktioniert das nicht. Da hat man sich dann hingesetzt und überlegt, ah, das müssen wir ja noch spezifizieren. Jetzt schalte ich da mal um, guckt es euch an. Bup, das ist das nächste Bild. Da hat man das ersetzt in der Version 5.1. CEM. Also das PCI Express, die Bibel quasi, wo alles drinsteht, hat man dann endlich angefangen, da was reinzutun und hat gesagt, okay, Toleranzmaß plus minus 0,02 Millimeter. Auch das halte ich für relativ sportlich bei einer Fehler-Klemmverbindung. Und zu dem Thema muss ich auch gleich noch was sagen. Warum man hier auch noch eine Untergrenze eingegeben hat. Also ich hätte das anders gemacht, hätte gesagt, ich gebe ein Mindestmaß ein oder eine Plus-Toleranz. Das wäre ehrlicher gewesen, weil wir haben ja auch noch Klemmfläche, Klemmdruck, ach was weiß ich, was da alles kommt, erkläre ich euch gleich. Also hier hat man zumindest ein bisschen nachgeholfen. Wir merken uns auch mal den Abstand zwischen den jeweiligen Pins, bei diesen 12 großen stromführenden Pins, beziehungsweise die Massepins, jeweils 3,00 mm. So, und für diese Abstände untereinander und in diesem Gehäuse, da gelten wieder diese 0,2 mm oben aus der anderen Bemaßung. So, das sind die zwei Dinger. Ja, was für ein Zufall, ne? Also jetzt hat man endlich mal, ich habe das angemalt, Toleranzen, da reden wir schon seit einem Jahr drüber, die hat man jetzt endlich mal festgelegt. Finde ich ja schick. Jetzt haben sie trotzdem noch massenweise Details vergessen. Was haben wir vergessen? Verdrehung. Na, also so ein Pin kann sich ja auch mal drehen, weil das ist ja bloß eingepresst. Dann haben wir noch die Radien der Kanten. Es gibt keinen idealen viereckigen Draht, das kann man so nicht fertig, man kann sich der Form annähern. Und man hat nicht reingeschrieben, wie gerade diese Fläche eigentlich sein muss. So, ist auch wichtig. Und dann haben wir noch die Positionstoleranz. Auch die ist wichtig. Und ja, 0,2 mm, genau, das ist eine Fehlerquelle. Wenn das Ding jedes Mal 0,2 plus minus, dann kann auch mal 0,4 sein. Leute, das ist ja fast ein halber Millimeter. Das geht definitiv in die Hose. Also mit dieser Definition kann man da oben so auch nichts anfangen. Und muss ich doch mal ganz kurz lösen. Ah? Ja, wir sehen auch, dass die Art der Federkontakte, egal ob das jetzt dieser Astron-Stecker ist, auf den sie alle eingeprügelt haben, ne? Tempel oder das von NTK, ob das jetzt eine Rolle spielt. Ja und nein, es ist eine Frage, wie der Kontakt da drauf liegt. So. Und dann kann man natürlich die Pins nehmen, die Größe und die Positionierung der tatsächlichen Klemmfläche. Und dann wieder die Frage, wie groß ist der Anpressdruck und wenn er ungenau ist, ein unzureichendes, dann haben wir ein Problem. Da haben wir nämlich ein Kontaktproblem. Und diese Diskussion, welcher komischerweise, also dieser Kontakte, ob das jetzt, wie gesagt, Dimpel, NTK, was man da, diese Springs, spielt im Prinzip nur dann eine Rolle, wenn die Pins unterschiedlich ausgeführt werden. Also wenn ich einen exakten Pin habe, der wirklich quadratisch ist, der an der richtigen Position sitzt, dann sind beide Federsysteme, beide Kontaktformen identisch nutzbar. Die sind beide gleich gut. Nur, dass der NTK-Stecker diesen, ich sage es mal, Toleranzzirkus etwas besser überlebt. Dann klemmt er immer noch etwas besser als die Dimpel, aber gut, das ist nun mal so. So, das heißt, was ist bitteschön eine Klemmfläche? Und das ist genau der Bereich, wo der tatsächlich vorgesehene Stromfluss stattfinden kann und muss. So, genau diese Fläche, also wie groß die überhaupt sein muss, es ist ja nicht die gesamte Feder dort im Kontakt, sondern nur eine Fläche dieser Feder mit einem Druck hat den Kontakt. Und wie groß diese Fläche sein muss, da steht nirgendwo. Es gibt dann so Vorgaben, wie hoch muss der Übergangswiderstand sein, wie viel Milliohm dürfen wir denn da überhaupt haben, hin und her. Leider Gottes auch noch nicht mal temperaturabhängig berechnet. Es ist nicht schön. Und diese ganze Dokumentation fehlt.
Das ist mal der eine Punkt. Und wenn man jetzt mal rechnet, also mit diesem Toleranzbereich von 0,02 mm können die Pins zwischen 0,62 und 0,66 mm sein. Das merken wir uns bitte mal. Da geht es nämlich jetzt gleich drum. Das sind so die Untergrenzen, 0,62. Oben raus ist nicht ganz so schlimm. Also wir haben auch schon probiert mit über 0,7. Das steckt sich ganz normal. Da gibt es kein Problem. Aber wenn es zu dünn wird, reicht der Anpressdruck nicht mehr aus. Dann klemmt es nicht mehr. Und Sie müssen vor allen Dingen mittig sitzen, weil sonst gibt es ein Problem. Und das ist genau der Grund, warum gekrimpte Kontakte, also wenn man jetzt so einen Kabelblock eines Netzteilkabels, egal ob das jetzt Corsair oder Seasonic oder Big White und wie sie alle heißen, nimmt, also was weiß ich, General macht dann hier so als OEM für die ganzen großen Firmen so, auch mal wegen Corsair, diese Kabel, diese verkrimmten Kabel, selbst wenn so ein kleiner Pin mal verdreht ist, das bringt sich so ein bisschen mit in Form. Also wenn die Drehung nicht so stark ist, also wenn die Position nicht zu sehr versetzt ist, kann ein gekrimmtes und lose eingesetztes Kabel, weil diese Kabelplug-Gehäuse sind jetzt nicht fest, dann kann er sich noch so ein bisschen hinkorrigieren. Dass, wenn da was passiert und dass die äußeren Kontakte dann wegbrennen, dann haben hinten die Kabel zu viel Druck ausgeübt und dann hat sich das Ganze entsprechend ein bisschen verschoben. Ne? Dann ist der Anpressdruck nicht mehr auf allen Flächen gleich. Komme ich gleich noch drauf. Und ja, da gibt es halt diese Außenverschmorten. Und dass diese Kabel-Mod-Adapter teilweise auch in drin verschmort sind, nämlich nur der mittlere Kontakt oder die mittleren Kontakte, hat wieder eine ganz andere Ursache. Und das Problem ist, ich stecke hier ja auch was Festes drauf, was nicht gekrimmt ist, sondern die sind fest verlötet. Und wenn die fest verlötet sind, können die sich auch nicht mehr diesen, ich sage es mal wieder, Toleranzen von diesem Header anpassen. Wieder was gelernt. Also diese ganze Normierung und diese ganze Festlegung von diesen Toleranzbereichen, die lässt eimerweise Fragen offen. So, jetzt haben wir das eingesteckte Teil, nämlich das, was ich hier einstecke, mein Kabelplug. Hat man auch noch einmal, gebe ich jetzt auch noch hier weiter. Ist auch neu. So, und dann hat man auch die Positionstoleranzen hier festgelegt und man hat auch 0,05 für die Federkontakte festgelegt, also für das, was man da drauf schnupselt, in der Gesamtmenge eigentlich auch nicht wirklich, sondern man hat ja nur die Öffnung definiert und die Feder, die ich da jetzt wieder reinstecke, die tauchen hier in dieser PCI-SIG, in diesem 5.1 auch noch nicht mit auf. Da gibt es keine Maße. Es gibt keine Maße und dummerweise auch keine Angaben, Flächenangaben für diese Kontaktfläche. Ich meine, dass man die Abmessung ein bisschen enger fasst, ist löblich und schön, aber so richtig nutzen tut es auch nicht. Und naja, jetzt sagen wir es mal so, wenn ich habe auch die Third-Party-Produkte untersucht. Also das, was, na geht mein Dank an Chris Fix, das ist hier unser Lötguru, der diese ganzen Karten auch immer wieder schön repariert und der natürlich auch mich jetzt, geht wirklich mein Dank dahin. Ja, Theo, danke. Für diese ganzen, da hat man so massenweise Leichen geschickt, also diesen Pakete, wenn du das aufmachst, ne, das stinkt wie die Pest. Hast du gedacht, du hast die Hölle geöffnet. Die haben mir diesen ganzen Trödel geschickt, dann waren dann auch schön sortiert von Asus und von MSI und da war auch ein Pallet mit dabei. Es gibt auch Firmen, die fehlen, wie zum Beispiel KFA2. Da werden wir dann am Schluss auch merken, warum das vielleicht so war. Alle diese Dinge, die kamen dann per Post und ich habe mich sehr darüber gefreut und das hat mir auch weitergeholfen. Dann natürlich auch danke an die User, die mir ihre ganzen Karten geschickt haben. Ist natürlich, die DHL ist richtig reich geworden, haben das immer schön hin und her geschickt und haben mir das auch alles angeguckt. Es war schön für den Erkenntnisgewinn. So, da mache ich wieder eine kleine Kapitelpause. Jetzt kommen wir mal zum Testsystem und die Testobjekte für die Messung. Ich habe ein bisschen investiert. So, der Roman hat das genauso gemacht. Wir haben auch nicht ganz zufällig zur selben Zeit das gleiche Gerät gekauft. Er hat es schon mal in einem Video vorgestellt, da muss ich das heute nicht auch noch machen. Also Keyence VX 7000, das ist ein wunderschönes 3D-Profilometer. Da kann man natürlich auch wunderschön, ich sag's mal, mikroskopieren. Das ist ganz wichtig. Und ja, da kann man sich auch die Header angucken. Und im Hintergrund, ich gehe da mal in München rüber. Seht ihr ja auch das Maschinchen, oder ich gehe jetzt mal zur anderen Seite rüber, weil da ist der Bildschirm, den, ja gut, den könnt ihr euch jetzt mal so vorstellen, habt ihr gesehen, da ist jetzt hier meine kleine Maschine, das VX 7000 System und gekoppelt ist das Ganze mit einem AE 300 aus meinem eigenen Labor, ich habe mir das also auch mal angeschafft und
Ist wunderschön. Das ist also ein Mikroskop. Hat eine HDR-Kamera auch drin. Also kann man Funktionen, kann man richtig automatisierte Beleuchtungsszenarien machen. Das ist ganz wichtig. Ich habe also automatisch, kann ich also Tiefenschärfe machen, indem das Ding immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder mikroskopiert und am Schluss die Bilder zicht, hundert Einzelbilder zusammenrechnet, zu einem wirklich sehr tiefen, scharfen Bild. Und da kann man auch noch stitchen, indem man dann nebeneinander fotografiert, 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 fotografiert. Das Ganze wird auch wieder ganz exakt zusammengesetzt. Die Schrittmotoren sind wirklich geil. Bis zu 2000-facher Vergrößerung. Und da habe ich natürlich den Vorteil, ich habe keine optischen Verzerrungen oder nur geringe. Das heißt also, ich habe jetzt nicht das Problem, wenn ich in der Mitte mikroskopiere, das am Rand sind dann Schatten und ich sehe das Ganze angeschnitten so im dreidimensionalen Raum. Nein, ich kann immer schön von oben fotografieren, also mikroskopieren und das Ganze dann auch entsprechend messtechnisch auswerten. Das lässt sich mit diesen Dingen machen. Ist auch nicht ganz billig. Kann man sich auch ein sehr gutes Oberklasse oder noch teures Fahrzeug da auf den Schreibtisch stellen. Kommt ungefähr am Schluss selber raus. Was man aber mit dieser AE300 machen kann, mit diesem Aufsatz, Materialanalyse. Also muss ich also jetzt kein Raster-Elektronenmikroskop nehmen und EDX und alles im Vakuum erstmal vorpulverisieren und Flüssigkeiten raus. Gut, muss man hier bei den Dingern nicht machen. Ich muss da nichts vorbereiten. Ich konnte einfach drunter legen und benutzen. Das heißt also, was nennen wir? Wir nehmen hier LIPS. Was ist LIPS? Laserinduzierte Breakdown-Spektroskopie. Das macht dieses Keyence A300. Das ist eine Atomemissionsspektroskopie. Ja, könnt ihr euch nichts darunter vorstellen, das ist ganz einfach. Also ein gepulster Laser wird hier auf die Probe gerichtet. Da wird ein klitzekleiner Teil davon verdampft. Das ist ein richtiges Plasma. Und da wird eine Strahlung emittiert und aus diesem Plasma kann ich dann analysieren, wie die Elementezusammensetzung dieser Probe ausfällt. Das heißt also, ich kann gegenüber herkömmlichen Techniken eine ganze Menge mehr machen. Es gibt bloß eine winzige Probe, flöten. Ich kann also selbst dieses Ding, nachdem ich es mikroskopiert und auch hinterher mit dem LIPS behandelt habe, weiterverwenden, weil gar nicht so viel kaputt geht. Und der Schaden ist minimal. So, und dann muss man auch die Probe nicht groß vorbereiten. Es ist relativ genau, wenn man weiß, was man macht und wie man es macht. Ja, und genau das habe ich jetzt benutzt. Cut, machen wir. Habe ich mal schnell gesehen, dass ich mich nicht verblubber. Da vorne, da sagt, jetzt kommt die Messung an defekten Headern. Habe ich gemacht aus dem MSI Palette. Und natürlich auch eine Founders Edition. Wir fangen heute mal mit der Materialprüfung an. Also von hinten nach vorn. Warum? Das ist ganz interessant. Da müssen wir nämlich mal drauf kommen, weil mir ist was aufgefallen. Ich hatte ja schon die 3080, 3090, 3090 Ti, das war die letzte, mit einem proprietären Stecker, bevor die PCI-SIG den 12-Volt High Power normiert und finalisiert hat. Jetzt weiß ich aber auch aus internen Angaben, dass da teilweise andere Materialien verwendet wurden, als das, was wir heute hier in diesen aktuellen Headern sehen. Und jetzt geht es nur um die Header. Achtung, Achtung, jetzt kommt Header-Kino. So. Ja, was hat die PCI-SIG in der Spezifikation vorgegeben? Ja, schaut es euch mal an. Copper Alloy, also wir brauchen eine Legierung. Jetzt hat man nicht Brass reingeschrieben, also Messing, das hat man sich geschenkt. Hätte man auch reinschreiben können. Jetzt steht bei teilweise den Steckkontakten, weil ich auch die technischen Zeichnungen zum Beispiel von Astron kenne, steht dann für die 12-Volt-Pins High Copper Alloy, also mit einem hohen Kupferanteil, und für die kleinen 4-Cent-Pins ganz normal Copper Alloy. Jetzt habe ich ja exemplarisch mal die Header von Asus vermessen für euch. Hätte jetzt auch MSI oder Pellet nehmen können, kommt das selber raus. Jetzt erwartet man bei Alloy, und das, wie gesagt, das war auch der kleine Informationsfluss zu solchen Anbietern. Man hat also bis zur 3090 Ti wirklich Messing genommen. Also eine Mischung aus Kupfer und Zink. Und normalerweise, wenn man keine Angaben drauf macht, der normale Familienmix ist 60% Kupfer und so um die 40% Zink. Sagt man. So. Wie gesagt, die PCI-SIG, die hat das so gemeint, dass man das so tun solle. Habe ich mir das mal angeguckt. Jetzt habe ich den kleinen Asus-Pempel genommen und habe den unter meine Maschine geschmissen. So, jetzt schiebe ich meinen Revue-Körper in die Mitte und lege genau auf meine Front mal das Messergebnis. Jetzt seht ihr hier, was sehen wir denn? Obendrauf die Schicht Zinn,
Steht auch bei der PC Essig, es soll verzinnt sein, das haben sie gemacht. Und drunter finden wir was? Finden wir Nickel, klar, aus der Galvanisierung, muss ja erstmal irgendwo unter das Material was drauf tun, bevor der Zinn hält. Und was haben wir jetzt unten drunter? Boy, das ist keine Legierung, nein, das ist reines Kupfer. Da muss man so, ich habe ich erstmal die Spitze beschossen, also von vorn, von oben quasi reingeguckt und habe die Spitze genommen. Jetzt ist die natürlich nicht nachträglich bearbeitet worden, sondern das ist einfach nur durchgeschnitten und geformt. Das heißt, wir sehen hier eine Schnittkante. Deswegen ist auch der Zinn, den es hier runtergedrückt hat, sehr, sehr, sehr dünn. Den Nickel, das sind so kleine Reste und wie gesagt, Kupfer unten, naja, sagen wir ab dem sechsten Schuss. Jetzt kann man davon ausgehen, also ich ungefähr zwei Schüsse ist ungefähr ein Mikrometer. Da wissen wir ungefähr, dass wir hier bei einer Schicht von 3 Mikrometern sind und dann kommt reines Kupfer. Also nichts mit Aluminiumlegierung. Ich zeige euch das, jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich natürlich gesagt, okay, nehmen wir mal die Seitenansicht. Habe ich das Ding hingelegt und habe auch mal die Seite von dem Pin gelasert. Mal reingeguckt und wir sehen es jetzt oben, haben wir erstmal 100% Zinn und dann geht es runter bis Schicht eigentlich so, ja, da haben wir so ein bisschen die Mischung, sagen wir mal bis zur Schicht 14. Danach wird es wieder reines Kupfer. Das heißt, also wir sind ja bei einer Schichtige für das Auftragen von diesem Zinn so von ungefähr, ja, 7, 8 Mikrometern. Das ist normalerweise üblich. Jetzt müsst ihr aber schauen, was haben wir hier für einen Toleranzbereich, 0,02 ist der Toleranzbereich, also muss auch hier natürlich beim Verzinnen und Vernickeln oder Vernickeln und Verzinnen dann am Schluss natürlich höllisch aufpassen, dass man nicht zu dick wird und also Schichtdicken von 10 Mikrometern habe ich auch schon gefunden. Die gehören da aber nicht drauf. Dann wird aber der Draht ja vorher schon bearbeitet und dann nur noch gewalzt, erkläre ich auch gleich noch. Also da sind schon Dinge drin, die also bevor so ein kleiner Header überhaupt produziert wird, schief gehen können. So, das war also jetzt mal dieser kleine Vorgang, wo ich gesagt habe, okay, ich wollte irgendwann, wollte ich einfach mal nicht mehr und dann habe ich mir die 3090 geschnappt und habe das zur Gegenkontrolle hingelegt. Auch das lege ich mir jetzt wieder voll vor die 12. Ja. Jetzt guckt ihr mal drauf, das ist jetzt mal seitwärts. Wir haben eine sehr, sehr dünne Schicht. Also wir haben oben wieder unser Zinn, dann kommt zweimal Nickel und nach, ich sag's mal, nicht mal 2 oder 2,5 Mikrometern, was haben wir? Messing. Das ist genau das, wo ich gesagt habe, wir haben hier die übliche Handel, haushaltsübliche Menge, 40-60, 40 mal Zink und 60% Kupfer. Hups. Das ist eigentlich das, was die PC ASIC wahrscheinlich sich gewünscht hat. Das mache ich ein kleines Zwischenfazit an diesem Punkt, zu diesem kleinen Kapitel, das ich gerade gemacht habe, zum Material. Jetzt ist es natürlich müßig. Jetzt kann ich natürlich die Leitfähigkeit, weil Kupfer ist besser als Messing, muss man so sagen. Das ist eine Größenordnung. Jetzt kann man natürlich die Leitfähigkeit gegen die mechanische Haltbarkeit aufrechnen. Darf man aber nicht machen. Das heißt also, diese kleinen kurzen Kontakte, die sind ja nicht wirklich lang. Das bringt, da sind wir noch nicht mal im Milliohm-Bereich vom Unterschied her. Aus elektrischer Sicht ist Kupfer natürlich die bessere Lösung, aber Messing ist je nach Zinkanteil härter, besitzt eine höhere Scherfestigkeit, das ist ganz wichtig, eine höhere Zugfestigkeit und auch eine höhere Streckgrenze. Das ist wichtig, wenn wir nachher auch mal uns die Form dieser Pins angucken. Reines Kupfer verbiegt sich wesentlich schneller. Das kann man stauchen, ziehen, drehen, wie man lustig ist. Das heißt, also, wenn ich diesen Stecker hier reinstecke in diesen Header, also den Cable Plug stecken wir in den Header rein, und dann will ich noch, schon beim Einstecken, wird sich hier einiges verbiegen. Und wenn ich das dann wieder rausziehen will, ihr wisst ja, wie das ist, dann sitzt es ein bisschen fester, dann bewegt man das so ein bisschen hoch und runter, ne? Dieses Gekippel, dass man es wieder rauskriegt. Dazu hatte ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Dann verbiegt man diese kleinen Pins. Und wenn man die nochmal wieder draufsteckt, könnt ihr wegschmeißen, dann ist dieser Pin von Popo. Ihr kennt das ja, wenn ein Motherboard so ein USB-3-Header, wenn man da einmal schief gesteckt hat und dann ist so ein Pin sich verbogen und abgeknickt. Und das hier, seht ihr aber nicht, ob der abgeknickt ist oder nicht. Ja, also das kurze zusammen, ich spreche das jetzt mal in Fett quasi. Also diese hier, das lese ich jetzt mal ab, weil das habe ich mir da drauf geschrieben. Also die hier getesteten Header der defekten Karten setzen höchstwahrscheinlich sogar gut gemeint aufs falsche Material. Das heißt, wir merken uns diesen Umstand,
bis wir auf den kausalen Zusammenhang zurückkommen, in dem Pinbreite, Verdrehung, Positionstoleranz und Klemmfläche leider stehen und natürlich die Rolle spielen, über die wir noch reden müssen. So, Kapitel Ende. Jetzt habe ich hier massenweise solche Header gehabt, habe die untersucht, das gucken wir uns mal verschiedene Schadensbilder an, auch die sind interessant. Habe ich 4 Häufchen gemacht, also wir haben ein Häufchen mit kaum sichtbaren Defekten, aber bereits irreversiblen Deformationen. So. Ich rede jetzt einfach weiter und ab und zu kommt dann mal vor mich drauf so ein Bild aus meinem Mikroskop und das werde ich natürlich mit beschreiben. Das blende ich einfach nachher drauf. Da muss ich jetzt ständig hin und her ran und ihr habt es im Vollbild. So. Durch diese riesige Auswahl bin ich natürlich wirklich in der Lage geworden, das mal ein bisschen statistisch hier zu erfassen und zu trennen. Schauen wir uns mal das erste Produkt an. Jetzt seht ihr mich nicht mehr, sondern nur noch dieses Ding. Wir sehen hier eigentlich noch nichts Verschmortes. Das habe ich jetzt nochmal aufgenommen, da ist auch nichts gestitcht. Das ist einfach mal so drauf gehalten und geguckt. Die oberen Reihen sehen wir die 4 Cent Pins. Und eine Vorbemerkung muss ich noch machen, damit wir hier auch firmenneutral oder sauber bleiben, habe ich jetzt hier nur, weil es auch die meisten waren, ASUS-Stecker genommen. Die sind also Inverse-Stecker, das heißt, die sind genau andersrum, die sind um 180 Grad gedreht. Deswegen also nicht verwundern, warum jetzt hier ich immer von oben mit dem Massepins, also die Massepins liegen ja in dem Fall hier unten, weil ich oben mit den Sense-Pins anfange. Das sind also die Header, die jetzt genau andersrum sind, spielt aber keine Rolle. Schauen wir uns das mal an, oben diese 4 Massepins, dann haben wir unten drunter die 4 Strompins und da unten drunter, 6 Strompins und da unten drunter die 6 Massepins. Wir sehen eigentlich nichts Verschmortes bis auf, dann müsst ihr mal gucken, in der Mitte zwischen dem dritten und dem vierten Pin in der untersten Reihe. Da seht ihr unten drunter so einen schwarzen kleinen Block in der Mitte, das ist die Nase, da geht die Arretierung rein. Wir sehen aber rechts neben der Nase noch so eine Blase. Jetzt frage ich mich, da unten fließt eigentlich ja nicht der Strom, die 12 Volt Pins sind unten, oben. Unten fließt er maximal zurück, wenn er nicht gerade übers Gehäuse oder über alles andere abgeleitet ist, das ist Masse. Wo bitteschön verschmort das? Vor allen Dingen außen. Und die ASUS-Karte ist ja so speziell, das ist ausgespart aus der Platine, da ist auch Luft. Also das ist einfach frei liegend. Frei laufende Hühner. So. Und die haben da so ein schwarzes Ei hingelegt. Gucken wir uns jetzt mal von unten an. Wir sehen, dass der Boden schon ordentlich verschmort ist. Wir sehen es jetzt wieder, ne? Oben in der Mitte ist die Arretierungsnase. Und vor allem rechts daneben haben wir also richtig fiesen, fetten Schmorkohl. Da sind also richtig Blasen im Kunststoff. Richtig fette Blasen. Ja, wo kommen die her? Jetzt habe ich gefragt. Also keiner der Hersteller konnte mir das wirklich erklären, wieso dort an der Stelle unterhalb einer Masseverbindung der Kunststoff so aufwirft. Warum da solche Blasen entstehen. Das konnte mir leider gar keiner bringen. Jetzt gucken wir uns das mal von hinten an. Das ist also jetzt die Rückseite von diesem Stecker. Kriegt er auch wieder her als Vollbild. Wir sehen also, die liegen jetzt hier übereinander. Wir sehen oben diese 4 kleinen Massepins. Ja gut, die können wir wegdrücken. Und dann sehen wir unten drunter, die liegen ja deckungsgleich übereinander. Die insgesamt 6 Strom- bzw. Massepins. Und den Kunststoff dahinter, der ist auch schon leicht angegangen. Also da sehen wir schon so die Blasenbildung und die Oberfläche ist schon rau. Aber es ist nicht so extrem wie dort an der Stelle unterhalb dieser Massepins. Und komischerweise innen drin, da wo die Stecker, also der Kabelplug sitzt, war überhaupt nichts aufgeworfen mit Blasen. Das war die Gruppe 1, da habe ich einige davon. Die waren also quasi kurz vorm Verrecken. Die haben dann schon gemüffelt. Da hat dann also der Kunde gemerkt, hier riecht irgendwas komisch. Wahrscheinlich hat er seine Seitenwand offen gehabt. Dann kam der Geruch, weil der ist wirklich penetrant, kam dann schon raus und dann hat er erstmal ausgemacht. Den hat er dann auch noch relativ easy abgekriegt. Die Gruppe 2, das sind dann die Stecker, Cable Plugs. Bin ja selber noch so dahinter mit dem falschen Begriff. Schäden mit 1 bis 2 verbrannten Kontakten, also Pins. Auch hier habe ich wieder ein Bild für euch, also 1 bis 2, in dem Fall ist es hier einer. Und wir sehen schon, der ist richtig fies zerleiert und der Rest um diesen Kontakt herum, der ist auch schon mit angeschmort. Aber eben nicht die Pins. Die Pins sitzen noch drin. Ja gut, der links daneben, da sehen wir das oben. Das Runde um den Pin ist auch schon ein bisschen angeschmolzen, aber der Rest unten drunter, das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Klar, wenn die ganze thermische Last auf diesem einen Pin geht, gute Nacht Marie.
Also hier hat es jetzt richtig geschmort und das wird auch richtig fies gerochen haben. Wir sehen es auch oben an dem Terminal da, also wo diese kleinen vier Sensepins drin stecken. Das ist alles richtig verschmort. So, gucken wir mal unten drunter. Habe ich jetzt wieder den schönen Light Mode genommen. Das heißt, ich habe also im Prinzip das Mikroskop, hat ja verschiedene Beleuchtungsmöglichkeiten, kann Corona oder ein Feuerring teilweise, kann alles Mögliche machen und habe das dann einfach hinterher mal zusammengesetzt und habe hier verschiedene Licht- und Schattenspiele gemacht, sodass man das auch schön plastisch sieht. Es ist jetzt vollflächig verschmort. Da unten also nicht bloß rechts eine Blase, sondern jetzt ist das ganze Ding da unten drunter. Hässlich, ne? Sieht schlimm aus. Jetzt habe ich einfach mal das Ganze nochmal mikroskopiert. Das haben wir jetzt mal ein bisschen hoch oder höher aufgelöst und habe da mal einen Schnitt gemacht. Das müsst ihr euch mal angucken. Auch das habt ihr jetzt hier schön im Vollbild. Ihr seht also jetzt hier die Arretierungsnase. Da ist links hier das 3D-Grafik. Das kann man so hin und her drehen und schauen. Rechts sehen wir die Draufsicht und da das Türkisfarbene, das ist im Prinzip die Linie, auf der ich da gemessen habe. Das ist die Schnittlinie. Und dann können wir uns unten mal das Höhenprofil anschauen. Das habe ich jetzt natürlich im Prinzip rein gezoomt, also mit Höhe und Länge so angepasst, dass wir maximal alles sehen. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber natürlich, das geht gar nicht. Also das ist hier eine richtige Materialverwerfung. Das ist schon hin. Das ist hinüber, das ist irreversibel. So, diese Pin-Durchführung, die schenke ich mir jetzt, weil es sieht immer wieder gleich aus von hinten. Das ist ja mal kein Unterschied. Und naja, jetzt kommt die zweite große Gruppe mit der dritten kleinen Untergruppe. So, da gibt es auch sichtbare Defekte und irreversible Deformationen. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wo also mehrere Pins, also nicht alle, sondern wo schon mehrere Pins hinüber sind. Und wir sehen aber, wenn wir uns das jetzt mal angucken, das ist gar nicht so schlimm. Das heißt, also hier hat sich jetzt diese hohe Abwärme auf schon mittlerweile 3 bis 4 Pins. Wir sehen auch schon, dass es bei den anderen auch schon anfängt, dort hinten wegzuschmoren, an diesem runden Kreis, um den Pin drumherum. Ja, da verteilt sich aber natürlich jetzt die Last ein bisschen und deswegen sind die nicht alle so defekt. Und den Stecker kriegst du besser aus als mit diesem einen, der so total verschmort war, weil das klebt. Pervers. Da muss man da wirklich nochmal heiß machen. Kann man auch mit einer Heißluftpistole machen, dann kriegt man es auch wieder raus. Ja, das war dann der Punkt. Und unten drunter, das muss ich, guckt euch das jetzt mal an. Hier ist überhaupt keine Blase. Also lustigerweise hat sich das da oben irgendwie verteilt. Wir sehen zwar hier unten, es sieht aus wie so flüssiges Magma. Das sind so diese Spuren, wo sich das verteilt hat. Ja, aber es hat sich nicht aufgeworfen. Wenn ich das jetzt mal 3D nochmal durchschneide, das zeige ich euch auch, habe ich auch gemacht. Ja, das ist relativ plan. Also wir können da durchgucken. Die Oberfläche ist jetzt so ein bisschen aufgeworfen, aber eigentlich ist da noch nichts. Es sind keine Blasen, keine Hügel, kein gar nichts. So, und jetzt kommt die vierte Gruppe. Totalschaden. So. Das heißt, sind alle Pins verschmockelt. Also ja, der stank auch wie die Pest. Aber wir sehen es hier wieder. Die Form. Ne, die ist relativ, relativ gut erhalten. Der Stecker ging auch wieder raus, natürlich mit Gewalt. Aber was, guckt euch mal unten die Nase an. Die ist auch hier in diesem Fall gar nicht so sehr defekt. Also das Schadensbild ist schon da. Wir sehen auch hier, das hat sich wieder gewölbt. Blasen, kleine Löcher, die sind geplatzt. Aber ganz so extrem wie jetzt bei einem oder bei meinetwegen 2 oder 3 ist es nicht. So, das sind die verschiedenen Schadensbilder. Und jetzt kann ich euch sagen, dass also zum Beispiel hier bei den Cable-Mod-Adaptern im Allgemeinen die von innen nach außen kaputt gehen. Also nicht die äußeren, ne, durch diese Kabelbiegereien, sondern hier sind schön alle gleichmäßig betroffen. Was einfach daran liegt, das Ding, was ich hier reinstecke, diesen Cable-Plug, das ist ja fest aufgelötet. Die sind, ich habe es ja auch nachgemessen, qualitativ absolut hochwertig. Das ist zwar auch Kupfer, leider. Aber sie sind exakt im Normmaß. Die sind wirklich 0,64 mm. Man kann das also wirklich genau so herstellen. Es ist auch eine relativ ordentliche Zinnschicht drüber. Das heißt, es ist ordentlich verarbeitet. Das ist mal ganz wichtig und das wird auch halten. Aber natürlich, wenn ich so ein gerade und exakt produzierten, ein exakt produziertes Teil auf einen luschigen Header stecke,
dann treffen die sich teilweise nicht, weil die Positionsgrenze, also diese Position, die ist irgendwo anders, dann habe ich meine Grenzen und dann schiebt es das zwar irgendwann zusammen, man merkt das auch, dass es sich relativ schlecht reinstecken lässt, aber dann habe ich das wirklich so, dass das Feder, der Federkontakt auf der Seite, wo er sich drängelt, riesengroß ist und auf der anderen Seite, wo er es weggeschoben hat, geht der Federkontakt gegen nichts. Das heißt, wenn hier die Toleranz nicht mit dem übereinstimmt, also Toleranz plus Toleranz ist Schmorkul. So. Und jetzt ist das natürlich alles sehr, sehr zufällig. Also bei der Produktion kann es mal so oder mal so und dann ist der eine verdreht und der andere vielleicht nicht. Deswegen sieht es bei jedem Herder ein bisschen anders aus. Genau deswegen konnte man sich nie wirklich hundertprozentig auf irgendeine Ursache festlegen, weil, wie gesagt, da sind so viele Variablen da drin. Kann man, wenn man nicht wirklich sich diese Herder mal anguckt und aufschneidet und reinguckt, überhaupt nicht vorstellen. So, was macht jetzt diesen Herder aus? Was ist da drin? Kapitelpause. Jetzt kommt der Vierkantdraht. Richtig. Also der sogenannte Profildraht. Ein kleines Hobby von mir. Da kann man ja mal in die Fabrik gehen. Und ich gebe euch mal einen kleinen Einblick, wie so Zeug hergestellt wird. Und weil diese ganzen Pins, die kommen von der Drahtrolle. Also die werden nicht so extra hergestellt. So das Bild auf der PCI-SIG ist ein bisschen idealisiert. Das ist wirklich einfach nur Vierkantdraht. Jetzt kann man natürlich keinen Vierkantdraht herstellen. Einfach mal so. Der ist immer rund. Das heißt, ursprünglich der Ausgangsdraht, den man herstellt, ich habe hier irgendwie krabbelt ein bisschen das Auge, also den Draht, den man herstellt, der ist erstmal rund, ganz normaler runtergezogener Draht. Mehr ist es nicht. Und jetzt will man ja ein Vierkantprofil haben. Jetzt muss man gucken, wie kriege ich dieses Ding jetzt bitte schön viereckig, also in diesem Fall sogar quadratisch hin. Liebe Freunde, jetzt muss ich euch was ganz Böses sagen, diesen Begriff. Das Ding heißt Turkhead, also Türkenkopf. Das ist jetzt wirklich nichts Verwerfliches, das hat auch überhaupt keinen politischen Anstrich. Die Technikwelt nennt das Ding nun mal so. Und wo kommt das her? Das ergibt sich aus der traditionellen Bindung von Kopftüchern im türkischen Kulturraum. Und weil das so ähnlich aussieht, hat man einfach dieses Werkzeug so genannt. Ich muss es leider so wiedergeben, weil es gibt keinen anderen Begriff dafür. So, warum? Ja, wir haben vier Rollen im Allgemeinen, so die stehen symmetrisch im rechten Winkel zueinander, mindestens vier Rollen, und dann zieht es das da durch mit gleichmäßigem Druck von allen vier Seiten, das ist ganz wichtig, von allen vier Seiten braucht das Ding den gleichmäßigen Druck, sonst verschiebt sich das. Da, wenn das richtig gut gemacht wird, dann habe ich hinterher genau die Kantenlänge, die ich brauche, erstens. Ich habe die Ecken, die Radien, sind minimal, die sind richtig klein, das heißt, man sieht zwar, dass es leicht rund ist, weil man kann es nun mal nicht abschneiden, aber es ist relativ rund und vor allen Dingen die ganzen Flächen, die entstehen, vier Stück ringsrum, die sind wirklich plan. Das kann ich machen, wenn ich einen guten Draht habe. So, Kupfer ist schon ein bisschen schwierig, weil es so weich ist. War da ein bisschen Fusch, das wird ja hinterher wieder meterweise, kilometerweise aufgerollt. Ja, wenn man da ein bisschen fuschi unterwegs ist, dann kann man diesen Draht vergessen. Den kannst du wegwerfen, den kann man hier um Gottes Willen bloß nicht reinbauen. So. Und genau dieser Prozess ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt für die Qualität. Diese Herstellung von diesem Vierkantdraht und seiner Abmessung. Und dann kommt ja noch die galvanische Beschichtung und die Toleranzen. Und dann am Schluss habe ich Außenabmessungen, die ich gar nicht mehr im Griff habe. So. Das heißt, wir werden jetzt, das habe ich mikroskopiert, sagt der Statistik, immer wieder jedes Ding da durchs Mikroskop, jeden Pin angeguckt. Da kannst du blöde werden. Es gibt Pins, bei denen man sogar noch die Wölbung, die Restwölbung vom Runddraht sehen. Nicht mal auf allen Seiten, sondern auf manchen. Und jetzt kommt hier auch wieder ein bisschen die Qualitätskontrolle QC, in dem Falle I, also Incoming, der Hersteller von diesen Herdern ins Geschäft. Leute, wenn ihr so eine Rolle Draht kriegt, ihr müsst den wirklich angucken und man muss auch mittendrin mal rausschneiden und auch am Ende, ihr müsst wirklich kontrollieren, wenn ab diesem Draht, den man hier drin verbaut, dass der wirklich quadratisch ist und dass auch vor allem die Abmessungen stimmen. Das kann am Anfang noch hinkommen, am Ende nicht. Also man wird natürlich das Produkt, was man bekommt, erstmal richtig testen müssen und dann muss man zwischendrin auch noch Stichproben machen, ob dann auch wirklich das Teil das hält, was die Normierung vorschreibt. Wir erinnern uns wieder an das Kupfer. Kupfer ist ja schwieriger als Messing. Mit Messing, 60-40, habe ich ja keine Probleme. Das ist relativ leidensfähig. Kupfer nicht. So, das der Punkt zu diesem Vierkantdraht, der in diesen Headern drin steckt. Wenn der schon scheiße ist, dann kann ich den ganzen Header, so toll wie der aussieht, in die Tonne werfen.
So, hey, das Hintergrundbild habe ich die KI generieren lassen, weil ich durfte dort von der Fabrik leider keine Fotos zeigen. Ist alles geheim. Leider. So, jetzt haben wir noch so einen Punkt. Den hänge ich jetzt hier mit hinten dran an dieses Kapitel. Das ist die Klemmfläche. Bei, das Ding ist eine Feder-Klemmverbindung. Also das, was wir hier machen, hier wird eine Feder drauf geklemmt. Das ist eigentlich ist es ein Steckverbinder, Klemmstecker, wie auch immer man das nennen mag. Erkläre euch das ganz kurz als Begriff. So, wir haben bei Steckverbindern mit Federkontakten haben wir die Klemmfläche und die ist das Datei von diesem Kontaktsystem. Papa guckt hier wieder auf seinen Flipchart, dass wir auch ja nichts vergessen. So, das heißt also, der Leiter, den wir ja haben, also sprich da in der Feder drin, der wird durch diese sogenannte Federkraft gegen die, deswegen heißt die auch so, Gegenfläche gedrückt. So, und dadurch entsteht eine elektrische Verbindung. So, und die Klemmflächen bei solchen Verbindern ist in der Regel ein Teil des federnden Elementes, das so gestaltet ist, dass es den Leiter sicher und fest, mal gucken, gegen die stationäre Kontaktfläche drückt. So, ohne dass man halt eine Schraube oder ein anderes Werkzeug braucht. Also alleine durch diesen Federdruck, durch diesen Anpressdruck, wird diese Kontaktfläche da entsprechend in Position gebracht und dann haben wir die Federkraft und die macht eine konstante Druckkraft und es entsteht eine zuverlässige elektrische Verbindung. So, und dann gibt es noch eine Lebensdauer, die halten muss, damit es auch funktioniert und eine gewisse Zeit, die es bringen muss. Auch die fehlt in der Normierung. Ich sehe nicht, dass das Ding 5 oder 10 Jahre halten muss. Das haben sie irgendwie auch vergessen. So, und diese Klemmfläche, und das ist wichtig, muss eine hohe elektrische Leitfähigkeit aufweisen und darf ihn leider nicht beschädigen. Das ist wichtig und vor allem es darf auch nicht groß oxidieren. Und das ist halt so konzipiert, und das ist wichtig, dass es eine gewisse Anpassungsfähigkeit an verschiedene Querschnitte bietet. Das heißt, also es darf auch bei leichten Bewegungen und Vibrationen oder Temperaturschwankungen, klar, das Ding wird heiß, dehnen Sie aus, gehen wieder zusammen, wenn es kalt wird, das muss der Immun sein, das muss das Ganze ausgleichen können, weil sonst gibt es eine Lockerung der Verbindung. Das heißt, die Verbindung wird schlecht und ist das Ding bei zig Ampere weggeschmuckselt. Dann haben dann die 9 Ampere und sagen, jetzt hauen wir da mal richtig drauf. Tschüss. Ja, genau das darf hier nicht passieren. Und deswegen reite ich immer auf diesen Normierungen so rum. Leute, schreibt es doch einfach rein, wie diese Dinger verflixt nochmal zu konstruiert sein haben. Dann könnt ihr auch sicher sein, dass diese Dinger halten. Nicht nur auf der Federkontaktseite, sondern auch bei den Pins. Bitte immer auf die korrekten Untergrenzen achten. Die sind wirklich ganz wichtig. Wir müssen hier wahrscheinlich die Minimalgrenzen anders definieren. Mit so einer Plus-Minus-Geschichte kommt man hier einfach nicht hin. Geht nicht. Gut, bei der Positionstoleranz mag das Ganze noch stimmen. Bei den Durchmessern brauchen wir wirklich einen Mindestwert. So, das heißt, wir haben auf diesen Third-Party-Headern und jetzt... Ich mache jetzt den Cut. Neues Kapitel. Jetzt reden wir über die Pins, wie sie da drin hängen in diesem wertvollen Header. Da müssen wir drüber reden. Das ist eigentlich das Kapitel, das wichtigste Kapitel. Wir fangen mit den Ideal-Pins an. Also wir haben Third Party, also das zugekaufte Zeug. Einmal der Chrisfix natürlich. Die Dinger, die da drauf lötet, auf die neuen Karten, also was heißt auf die neuen alten Karten, die Asus-Karten und MSI-Pallet-Karten, die da repariert, kommt von einem anderen Hersteller und die sind top. Das muss man so sehen. Also das Zeug, was der verlötet, ist besser als das, was die Hersteller verlöten. Das kontrolliert den das natürlich vorher, das kann er das natürlich nicht so mit dem Aufwand treiben wie ich, aber man kann zumindest eine vorsichtige Steckprobe machen und schauen, ob das Ding auch einigermaßen ordentlich drauf passt. Und wenn es drauf passt, dann kann man es auch verbauen. Das heißt also, die Pinstärke, die Ausrichtung und die Positionierung dieser Stecker, egal ob es jetzt Cable Mod oder Chrisfix ist, ist deutlich besser und es entspricht den Normen der PCI-SIG. Viel besser als das, was ich hier bei den Herstellern da im Original drauf gefunden habe. Auch das hier ist sowohl beim Chrisfix als auch bei Cable Mod Kupfer. Aber naja, also, die haben auch den Spaß gemacht. 18 unbenutzte Cable-Mod-Adapter verschiedener Chargen getestet und die sind alle sauber. Also ich habe immer meine 0,64 mm. Guckt es euch an. Sehen wir mal von oben so einen Pin aus einem Cable-Mod-Adapter. Also Quatsch. Jetzt muss ich euch das erklären. Diese Cable-Mod-Adapter haben ja sowohl den Cable-Plug, also das, was in die Grafikkarte reinkommt, als auch hinten, wo ich mir nicht mein Netzteilkabel anstecke, dasselbe Teil wie auf einer Grafikkarte, das ist nämlich auch so ein Header und jetzt gucken wir uns, das ist ein Pin von diesem Header,
dort, wo ich mein Netzteilkabel drauf klatsche und ihr seht das, 0,641 hoch und 0,641 breit. Und wenn wir uns die Radien in den Ecken angucken, sehen wir auch, dass das ein fast idealer Vierkantdraht ist, der zudem auch vorne ordentlich abgeschnitten wurde. Angespitzt gibt es ja die Vorschriften, wie die Spitze auszusehen hat, damit das Ganze auch danach sich schön findet beim Draufstecken, runterrutscht und dann auch reinflutscht. Jetzt gucken wir uns den Chrisfix mal an. Der ist ein bisschen dicker als ein anderer Hersteller, aber das geht auch noch. Wir sind also knapp in der Toleranz, aber eben im oberen Bereich. Und da sehen wir hier schon 0,656 und 0,65. Auch die Radien in den Ecken sind ordentlich, auch ist ordentlich abgeschnitten oben. Also das kann man auch lassen. Die Radien sind ein Müh größer, aber das sind Peanuts, weil dort sind keine Kontaktflächen. Das passt. Also jetzt haben wir zwei ideale Pins gesehen. Einmal aus einem Header, den der Chrisfix, seht ihr ja gerade, vor euch liegen, den der Chrisfix da auf die Karten wieder drauf schreibt. Und das, was wir vorher hatten, das war das aus dem Cable-Mod-Adapter, nämlich der Header hinten raus. So, und jetzt gucken wir uns mal die Original-Header an. Also Fischen im Trüben, ne? Fischen im Toleranzbereich. Die ganzen Asus-Header mal alle untersucht. Und da gibt es so verschiedene Dinger, die mir da aufgefallen sind. Nochmal das erste Bild zeige ich ja mal. Wir sind hier sehr grenzwertig an den unteren Toleranzbereichen. Also 0,625, 0,623 ist in der Norm. So, wenn jetzt natürlich noch die Positionstoleranz dazukommt, dann fliegt es aus der Norm aber ganz schnell raus. Und wenn ich jetzt diese dünne Schicht mir mal rechne aus dem Zinn und ich stecke das drauf und ziehe es wieder runter, stecke es drauf, ziehe es wieder runter, irgendwann ist die auch ein bisschen dünner geworden. Man sieht da zwar keine Riefen, aber das trägt sich gleichmäßig ab, beziehungsweise es verzieht sich. Kupfer ist ja auch relativ weich. Das heißt, da kann es dann auch passieren, der Pin verbiegt sich etwas, der Pin verdreht sich etwas. Kann man einmal benutzen, aber dann nie wieder. Aber 0,62 mal wegen 5, 0,623. Und was wir hier sehen, es ist auch nicht gleichmäßig. Das Ding ist also wirklich ein richtiger, mieser, billiger Runddraht. Passt noch in die Norm, kann man verarbeiten, wenn man sich als Datenplan hält. Aber es kann eben auch schief gehen. Und dann seht ihr das nächste Bild, das habe ich mit einer anderen Beleuchtung gemacht. Das habe ich auch die Tiefenschärfe ein bisschen erhöht. Da sehen wir mal einen Pin, wo der Kunststoff an der Durchführung geschmolzen ist. So, das habt ihr jetzt auch mal vor meinem Kopf liegen. Da sehen wir. Die Kontaktflächen der Pins sind sogar leicht gebogen und nicht wirklich eben. Also so ein bisschen aufgeblasen. Igor macht die gebacken. Guckt euch das mal an. Wir sehen also, es ist keine ordentliche Oberfläche. Wenn ich jetzt hier meine Kontakte drauf schraube, dann können die durchaus auch schief auflegen oder sie legen mal gar nicht auf oder das geht nicht. Und wir sind auch mit 0,621 ein bisschen an der Untergrenze hier, was jetzt hier die Höhe da in der Mitte vor allem betrifft, also da, wo ich die Beule habe. Das heißt, ein Stückchen daneben sind wir schon unter den 0,62 drunter. Das heißt, der wird also, wenn er nicht innerhalb der Messe, guckt euch das unten mal an, wenn er da nicht wirklich innerhalb der Mitte dort liegt, sondern ein bisschen weiter außen am Rand, was ist dann passiert? Da sind wir unter den 0,62 deutlich drunter und genau deswegen ist das Ding verschmort. Da hat einfach nicht genug Klemmfläche gehabt. Ja, und dann geht das Ding natürlich hops. So, das sehen wir hier mal, so sieht so ein Ding aus, wenn er zu heiß geworden ist. Der ist noch nicht defekt. Also der Rest von der Buchse, das sieht noch ganz gut aus. Aber man sieht hier schon anfangen, da diese kleine Schmorcherei, da wo er durchgepresst wurde, da geht es jetzt schon langsam los. So, also das ist jetzt mal eine Sache und jetzt kommt noch so ein Bild, das schiebe ich jetzt mal nochmal dahinter her, müsst ihr euch mal angucken, der ist jetzt nicht verschmort, aber der hat auch einen Fehler, der hat ein Riesenproblem, guckt euch das mal an, also der ist nicht nur nicht eben, der ist auch ein bisschen rund, aber ey, 3 Grad verdreht, also diesen Pin hat es auch schon gedreht. Das, was hier oben so hell sieht, das ist ja nur die Spitze. Und die sind ja nie parallel zu diesen Seiten, weil das immer so komisch abgeschnitten wird. Das dreht sich und zieht sich da ein bisschen weg. Aber guckt euch das mal an. Das Ding ist schief drin. Und wenn ich jetzt mit einem geraden Cable Plug komme, der ja den Kontakt oben, unten, links und rechts möchte und das ist schief, was passiert? Richtig, ich habe gar keine richtige Klemmfläche mehr, weil die Hälfte von meiner Fläche, das hängt in der Luft und der Druck stimmt nicht. Und
dann ist auch hier der Übergangswiderstand nicht mehr der gleiche, so wie er gefordert wurde. Und das Ding ist auch in der Temperaturentwicklung, wenn ich das richtig heiß mache, das verzieht sich alles ganz schief und schräg, dann wird auch dieser Kontakt sehr, 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 sehr schnell kaputt gehen. Wir sehen hier die Maße 0,63, 0,622, aber es ist verdreht. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich gerade messe, mit ein bisschen Pech, bin ich dann auch an den Seiten schon wieder unter der Norm. So, das wären jetzt immerhin die Stecker oder die Pins, wenn sie denn richtig mittig säßen. Und jetzt kommt ja die Positionstoleranz. Also das, wo es reingesteckt wird, ob die jetzt wirklich an der richtigen Stelle stehen. Ne? Stillgestanden, wie beim Militär, und dann wird geguckt mit Zentimetermaß, ob die Füße, die Stiefel, wie weit die Leute voneinander wegstehen. Und genau das ist diese Positionstoleranz, wo ich gesagt habe, ich habe hier 0,2 mm, darf es aus der Norm fallen. Katastrophe, darf das nie, also das kann man nicht machen. Jetzt zeige ich euch wieder ein schönes Bild. Das seht ihr jetzt hier vor euch. Jetzt habe ich mir den Spaß gemacht. Das ist jetzt mal hochauflösend gemacht mit einer sehr, sehr, sehr hohen Auflösung und auch gestitcht. Also lauter Einzelfotos nebeneinander, weil wir ja keinen Scheiß messen. Dann seht ihr mal, was habe ich hier gemessen? Die Gesamtbreite von diesem Stecker. Und wir sehen hier auch unten, gucken wir uns unten bitte erstmal diese Messkurve an. Da sehen wir, dass also die Mittelpunkte von den jeweiligen Pins hier relativ sauber da in der Mitte liegen. Also wir haben immer diese 2,97, also 0,3 mm. Wir haben ja auch Messungenauigkeiten. Also diese zwei Nachkommastellen hinten, die können wir wegtun. Also Mikrometer hinten, Komma, bitte ignorieren. So schön kann man das gar nicht machen. Aber wie gesagt, also wir sehen hier, wir sind bei 0,3 mm Abstand. Das heißt, die Position der Pins untereinander stimmt durchaus. Das hat man relativ gut hingekriegt. So wie ich auch sagen muss, diese ganzen Gehäuse sind eigentlich auch sehr gut gefertigt. Nur die Drähte, die da drin stecken, als Pin leider nicht. Und hier sehen wir es auch mal wieder unten, dann die Abstände zu den Seitenwänden. Die sind dann allerdings schon ein bisschen, ein bisschen verschoben. Und wir sehen auch die Durchmesser der Pins, also diese Kantenlängen. Aber 0,623, wir haben aber eben auch mal einen mit 5,97. Es ist dann wahrscheinlich der, der außen kaputt geht, weil er weit unter Toleranz drunter liegt. Rechts haben wir einen mit 0,672. Der wird dann klemmen wie die Pest. Der geht garantiert nicht kaputt. Wir sehen dann also schon 0,626. Das passt dann schon. Also wir haben hier einen sehr dicken und einen sehr dünnen. Und wir wissen genau, die Sollbruchstelle ist hier in dem Falle ganz links. So, mal wieder was gelernt. Auch hier zu diesem Kapitel bringe ich euch jetzt ein Zwischenfazit. So, wir haben also jetzt die kausale Kette. Es ist ein Mix, das ist ein Blend. Also wir haben nicht nur eine Ursache, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben hier verschiedene Ursachen, die sich alle rund um diesen Pipifax-Draht drehen. Das ist so ein Centartikel, der dann so eine 1.900-Euro-Grafikkarte in die Hölle jagt. Was haben wir da? Das ist eine Summe aus Pingröße, also die Abmessung, aus der Positionierung und gegebenenfalls auch Drehung. So, und alles das wird diese Klemmflächen, die ich wirklich brauche, negativ beeinflussen. So einfach ist das. Und so ein in Bezug auf die zu liefernden Ströme recht grenzwertiges Konstrukt wie dieses hier, weil der ist also wirklich knapp auf Kante genäht, der verlangt aller, so viel aller kann ich jetzt ja gar nicht dranhängen, allerhöchste Fertigungsqualität. Also um als wirklich sicher gelten zu können. Und ich habe mal den Spaß gemacht, ich habe mal drei von diesen der ist kaputt. Drei von diesen Cablemat-Adapter ineinander gesteckt. Habe am Labornetzteil schön meine 50 Ampere bei den 12 Volt eingestellt und habe da einfach mal 600 Watt kurzgeschlossen draufgejagt. Die sind schon schön warm geworden, aber da hat nichts gestunken. Das kannst du machen. Du kannst eine Stunde liegen lassen. Es wird warm. Wir sind da so um die 90, 100 Grad. Kann man da schon hinkommen. Mehr aber auch nicht. Und da passiert nichts. Die gehen einfach nicht kaputt. Und wenn ich dann so ein Ding in so einen Header, in so einen lüschigen Header, ich habe da einen Nagel 9 auch gehabt von so einem Hersteller, reinstecke, dann geht's kaputt. Das dauert keine 10 Minuten, da fängt das Ding an zu qualmen. So. Ergo, es reicht ein einziger minderwertiger Header, um so eine teure Grafikkarte in die Pampas zu jagen. Ist so. Tja. Das heißt, also ich kann eigentlich nur raten, also mein Tipp an die Hersteller von diesen Steckverbindern, sich verflixt nochmal genau an die Spezifikation zu halten und an die PCI-SIG kann ich nur den Tipp mitgeben. Macht doch mal eine richtige Spezifikation. Schreibt doch rein, wie groß müssen die Klemmflächen sein? Wie
kann ich das Ganze winkeln? Welchen Winkel habe ich mindestens einzuhalten von diesem blöden Pin, wenn ich den in diesem Header-Gehäuse da reinstecke? Ich meine, das kann sich auch verdrehen. Der Kunde wird es euch sicher danken, weil dann kriege ich auch eine permanente Qualität. Das heißt also, ein Teil der Problematik liegt allerdings natürlich auch in der Qualitätskontrolle bei dem Hersteller von diesen Headern, dass man diesen Draht, bevor man den da einsetzt, überhaupt erstmal kontrolliert. Das wäre wichtig, weil dann hätte ich diese komischen halbgebogenen und verhunzten Drähte, und die teilweise viel zu dünn sind, die hätte ich dann gar nicht da drin gehabt. Also wäre der Header schon durch diese kleine Kontrolle, hätte man mal eine Rolle Draht aussortieren müssen, besser gewesen. So, jetzt kommt die Zusammenfassung. Auch das ist wichtig. Ich sehe dieses heutige Video nach natürlich den Artikel, den ich da unten drunter verlinkt habe, als reine logische Ergänzung. Das ist also nicht heute der Aha, ich habe endlich den Fehler gefunden. Das ist es nicht. Es ist wirklich noch eine, ich sag's mal, Ergänzung. Ich habe das mal ein bisschen abgerundet, wo man sagt, die letzte Prise Salz brauchen wir auch noch, weil es waren wirklich Fragen offen und das Ding hat sich wirklich noch keiner angeguckt. Ich habe es jetzt mal gemacht, das stelle ich ja auch öffentlich. Und es ist wirklich kein Sensationsbericht, aber man muss wirklich drüber sprechen, was hier alles schiefgelaufen ist und was natürlich schief laufen kann. Es ist wirklich nicht der einzige Grund, warum sowas kaputt geht, warum es solche Ausfälle gibt. Man muss auch sagen, die PCI-SIG hat zumindest in der Version 5.1, das war glaube ich März 2023, angefangen, mal ein paar mehr Toleranzgrenzen einzubauen, das Ganze mehr noch auszuformulieren, nennen wir es mal so, dort aber die Daumenschrauben ein bisschen anzusetzen. Aber Leute, es reicht auch hier noch nicht. Es sind noch viele, viele, viele Punkte offen, die man da bitteschön auch mit reinbringen muss. Das ist ganz wichtig. Und wenn man sich mit der Industrie unterhält, die würden das ja herstellen, wenn sie wüssten, was sie machen müssen. Aber da gibt es auch keine Vorgaben. Und dann macht jeder sein eigenes Süppchen und probiert und glaubt, er hatte das Ei des Kolumbus gefunden. Ja, das wird dann meistens hart gekocht oder verbrennt. So. Also, wie gesagt, ich kann den richtigen Sitz oder die geänderten Pins, kann ich jetzt kontrollieren. Das haben sie gemacht. Ne? Stecker muss immer reingesteckt werden. Alles andere, bis hin zu Biegeradien, Querschnitte, was hat man alles gemacht? Da steht ja alles drin. Also die Hersteller wissen jetzt genau, wie diese Kabelplugs aussehen müssen, was sie hinten für Kabel dran machen müssen, die Querschnitte, den ganzen blöden Pups. Aber sie haben vergessen, Klemmfläche. Das ist das eigentliche Problem. So, jetzt habe ich für euch eine kleine Tabelle, da gebe ich, ach, die schiebe ich jetzt auch vor meinen Kopf, was soll's. Guckt es euch an. Ich habe die ganzen Gründe, Ausfallgründe mal zusammengefasst. So, was gibt es? Ungenügendes Einsetzen der Kabelplugs, klar. Ja, da gab es einen mit viel Haaren im Gesicht und auf dem Kopf. Der hat das als einzigen Grund mal genannt. Das ist wirklich ein Anwenderproblem, aber hat man jetzt gelöst über den 12 Volt 2x6 mit den neuen Pins. Gab es ja von mir auch ein ellenlanges Video, hatte ich auch als erster veröffentlicht und geschrieben, dass sich da was ändert. Das hat das Ganze in der Spezifikation gelöst. Dasselbe ist, gilt für die ungenaue oder ungenügende Arretierung von diesen Kabelplugs. Also diese kleine Klemmverbindung, die Nase da hinten drin, klick, ne, reinklicken und dann schnappt das. Dieser kleine Schnappatismus ist jetzt auch so spezifiziert, dass es wirklich einen taktilen und auch einen hörbaren Klick so einen Effekt gibt, dass es eingerastet ist. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Anwenderfehler, der ist immer noch da. Schiefes Einsetzen der Kabelplugs, hatte ich auch ein Video gemacht. Das Problem ist, damit kann man die Header-Pins verbiegen. Auch das hatte ich schon mal im Video thematisiert. Ist ja so abgebügelt worden von allem. Da hat man da so ein Bash gekriegt, so einen Rand von diversen Leuten. Es ist wirklich, ich habe es euch heute gezeigt, wenn die Dinger verbogen sind, könnt ihr sie wegschmeißen. Also Header-Pins verbiegen, vor allen Dingen in dem Falle die äußeren. Das ist dann wieder das Schadensbild, wenn die äußeren Pins kaputt sind. Schiefes Einsetzen von Kabelplugs. Dann das Rausziehen, wenn ich es wieder raus haben will. Also diese Querbewegungen da beim Lösen, kann auch die Header-Pins verbiegen. Auch wieder vor allen Dingen die äußeren, weil ja natürlich auch der Biegeradius dort am größten ist. Auch ein Anwenderfehler. So, und der letzte Anwenderfehler, der auch noch auftreten kann, wenn ich das Kabel zu stark abknicke. Ja, das ist dann wirklich mit Gewalt, dann kann er aber alle Header-Pins verbiegen. Also wenn ich dieses Kabel knicke, mit ein bisschen Pech, dann sind die alle irgendwo unter Druck und dann kannst du auch mal einen mittleren oder einen äußeren oder meinetwegen sogar alle treffen. So, jetzt kommen wir mal zu dem Herstellerproblem. Die zu schmalen Pins im Header, wenn ich also die Untergrenze entweder auslote permanent, beziehungsweise diese noch unterschreite, oder aber ich habe zum Beispiel von den 6 Stück 5, die perfekt sitzen und einer ist ein bisschen schwächlich, wird genau dieser eine Schwache die volle Last abkriegen und kaputt gehen. Und dann haben wir das, diesen Effekt, dass in der Mitte der einer abgeraucht ist und alle anderen sehen noch gut aus.
Herstellerproblem. Hersteller heißt hier in dem Falle der Hersteller von diesen Headern. So. Dann kommt verdrehte Pins. Auch so ein Herstellerproblem. Habe ich auch ungenügend Klemmfläche, demzufolge Kontaktprobleme. So, dann haben wir die Positionstoleranz. Wenn es also wirklich mal schief reingesetzt wird oder schräg oder was weiß ich, weiter auseinander oder es sitzt also wirklich nicht hundertprozentig an der Stelle, wo es hingehört. Herstellerproblem. Weniger Klemmfläche, Kontaktprobleme. Es ist also eine ungleichmäßige Klemmung und dann hat man da auch dieses Problem. Oder aber der Vierkantdraht dieser Pins ist nicht sauber ist nicht glatt, sondern der ist irgendwie ein bisschen rund abgerundet. Das heißt, der ist nicht ordentlich gewalzt worden. Habe ich auch wieder weniger Klemmfläche. Ist klar, ne? Wenn ich hier so einen Buckel habe und ich lege was Gerades drauf, ist anders, als würde ich es so machen. Ja, ist auch ein Herstellerproblem. Lässt sich nachweisen. Und was haben wir noch? Kupferpins. So, warum kein Messing, bitteschön, in diesen kurzen kleinen Stücken? Lässt sich ja mit einem normalen Messgerät gar nicht mehr den Unterschied messen. Mit so einem Multimeter kriege ich den Widerstand gleich gar nicht rausgerechnet. Das wird man kaum hinbekommen im Vergleich. Also hier hätte man wirklich Messing nehmen können, dann sind die Dinger auch stabiler. Nicht befolgen der PCI-SIG-Vorgaben, auch das geht zu Lasten der Hersteller. Die haben es mit dem Kupfer sicher gut gemeint, ist auch ein bisschen teurer. Aber man hätte mal sein Gehirn einschalten müssen, überlegen müssen, warum ist das so normiert worden. Na, kann man ja mal drüber nachdenken. Und wenn man es nicht kann, fragt man. So, kommt noch so ein Punkt, den habe ich auch mal thematisiert in dem Video. Da geht es um die Vortemperaturen an dieser Pins an der Platine. Oben drin sagt man, sagt die PCI-SIG, 105 Grad darfst du haben. Maximal. Das ist dann über die Betriebsdauer, dann darf das Ding bis zu 105 Grad mal warm werden. Alles, was drüber ist, führt zu einem Defekt. So. Wenn jetzt aber unten die Platine und das, diese Schanz und das ganze andere Geraffel dort in der Nähe sind, dann kann es passieren, die Platine hat dann schon 70, 80, 90 Grad an der Stelle. Dann ist mein Temperaturfenster bis zu den 105 Grad einfach viel zu gering. Das ganze Ding ist schon heiß, bevor überhaupt Strom durch, also ich sag mal, der Strom seine, ich sag's mal, additive Wirkung dazu bringen kann, also nochmal drauf klatscht und dass das dann irgendwann kaputt geht. Und da sind wir bei diesen Inverssteckern von Asus, da ist halt dann auch wirklich der stromführende Pin noch näher dran, da ist also keine Massefläche mehr dazwischen, sondern da ist dann, hängt dann direkt dort, wo auch die Schanz sind, dann wird es eben so heiß, wie es heiß wird. Hätte ich jetzt so nicht gebaut, es ist ein Konstruktionsproblem. Hätte man also ein Layoutproblem der Platine, hätte man diesen ganzen Dödel entweder besser kühlen können. Kann man machen, ne? Padmat auf der Rückfläche, auf der Rückseite und schon kriegt man die Temperaturen um bis zu 10 Kelvin runter. Der Stecker wird es einem danken. So. Also das ist dann in dem Falle eine Kombination, wo ich sage, ich habe die hohen Vortemperaturen an der Platine, Layoutproblem und diesen blöden Inversstecker, der natürlich dieses Problem dann nochmal etwas, das ist wie ein kleiner Katalysator, das wird dann nochmal ein bisschen schärfer. So. Das mal zu diesem Thema Steckverbinder. Also mehr fällt mir zu diesen Punkten jetzt auch nicht ein. Was jetzt noch kaputt gehen könnte, weiß ich nicht. Deswegen, ich höre dann auch erstmal auf mit diesem ganzen Trödel. War jetzt lang genug, daran rumzufummeln. Vielleicht noch ein Wort zu diesen. Ich habe hier noch einen Nagel. Nein. Kabelmod teilen. Übrigens für die, die es interessiert, ich verdiene ja kein Geld dran, bin auch nicht am Verkauf beteiligt. Ich habe noch ein bisschen die Qualitätskontrolle mitgemacht und die haben von mir ordentlich Prügel gekriegt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann immer sage, wow, das ist der tollste, toll, den müsst ihr kaufen, der ist so teuer, der muss gut sein. Nee, also die haben von mir auch Prügel gekriegt, weil die ersten Stecker da ein bisschen lose drauf waren. Dann haben wir uns die Kühlung angeguckt, da wurden andere Pads eingebaut. Also es wurde schon optimiert, da gibt es jetzt eine Version 1.1. Die kann natürlich genauso, also wenn dieser Header scheiße ist, dann kann der beste Adapter nichts dafür, dann schmort's wieder. So. Also ich kann nur raten, auch den Herstellern, Leute, guckt euren Anbietern richtig schön auf die Finger. Also die Hersteller von diesen Headern, bitte schön den Drahtanbietern und die Grafikkartenhersteller bitte den Anbieter von diesen kleinen Headern. So, es bleibt, was ist jetzt mein Fazit, egal was es ist, 12 Volt High Power oder 12 Volt 2x6, es ist und bleibt eine extrem fragile Sache, also zerbrechlich. Und wenn man die möglichen Defekte mit Vorsorge und Nacharbeit an der Normierung reduzieren konnte, das konnte man, es bleiben definitiv Fragen offen. Warum? Einen Faktor muss man immer mit inkludieren,
Qualitätsmängel bei den Herstellern der Steckverbinder. So, und dann haben wir die negativen Einflüsse durch Platinenlayout der Grafikkarten, wo die Platinen ja schon die Pins unnötig aufwärmen. Und an dieser Stelle muss auch der Grafikkartenhersteller beim Layout mal ein bisschen aufpassen und die Hotspots ein bisschen wegbewegen. So, nochmal mein Dank, Chrisfix, für diese vielen kleinen Stinkedinger hier. Er hat gemüffelt in der Bude. Ich habe das mit offenem Balkonfenster gemacht. Ging gar nicht anders. Also das war richtig eklig. Und dann geht auch an Cablemod. Die haben mir ja da einmalweise Zeug geschickt, so ein kleines Experimentierzeug. Hab da ein bisschen rumgebastelt und naja, da kriegt man natürlich auch, wenn man mal feste Cableplugs hat, den Punkt der Erkenntnis, wenn man nicht immer nur mit flexiblen Kabel arbeitet. Und natürlich auch die Grafikkartenhersteller, die immer mal gefragt haben, wie denn der Stand der Erkenntnis wäre. Und ich kann es euch sagen, das ist die Version 1.1, glaube ich, ja schon. Davon sind über 8000 Einheiten verkauft worden. Ich habe extra noch gewartet mit diesem Video, weil diesmal möchte ich es ja wirklich richtig machen. Und die Ausfallraten von diesen Adaptern ist nicht höher als die Ausfallrate von einem Native-Kabel, also einem nativen Kabel von Firma XYZ. Kann immer was kaputt gehen, ich habe euch ja erklärt, ja, die Dinger hier steckt der kleine Teufel drin. Aber es liegt jetzt in der Norm, dann ist es egal, ob ich den drauf stecke oder so ein Netzteilkabel. Wenn die Karte nicht will, dann will sie nicht. Und deswegen habe ich das Video heute gemacht und auch den Artikel heute veröffentlicht. Ich bin mit dem Ding durch. Mehr kann ich jetzt hier auch nicht mehr analysieren. Ich muss sagen, ich habe jetzt so viele Stunden reingehängt, das zahlt mir kein Schwein. Es war einfach nur, mich hat es getriggert. Ich habe es einfach mal gewollt. Ich wollte es einfach wissen und ja, jetzt wissen wir es alle. So. Das zu dem Punkt. Und ich bin mit diesem Steckverbinder durch. Ich habe eigentlich ein bisschen Wut auf das Ding. Ich mag das Teil immer noch nicht so richtig. Und das ist so, weil es ist einfach viel zu nah an physikalischen Grenzen gebaut. Ja, also es agiert in dem Grenzbereich und das macht das Ganze extrem anfällig gegen irgendwelche äußeren Einflüsse. Auch wenn die noch so geringfügig erscheinen. Ich sage, also Toleranzgrenzen 0,62, 0,64, das klingt alles so wenig, aber in der Summe noch mit 3 Grad abdrehen, was weiß ich, Winkel und dann haben wir noch eine kleine Wölbung auf dem Draht. Und Leute, das ist eine Gratwanderung. Das ist wirklich hart an der Grenze des physikalisch Vertretbaren und es hat... Das ist das Schlimme an diesem Ding, es hat keine Reserven. Das Ding ist wirklich so konstruiert, dass es funktioniert, wenn es hundertprozentig hergestellt wurde. Es hat aber keine Reserven. Ich sag bloß Alterung, ne? Kevins Händchen. Horst Kevin, will ja die Kevin nichts Böses tun und es hat einfach keine Reserven. Und wenn dann noch die Qualitätskontrolle in Teilen versagt, dann ab, schmeiß es weg. So. Das ist mal ein langer Film geworden heute, der musste einfach mal sein. In diesem Sinne, ich wünsche euch was Schönes. Ich freue mich über mein Equipment, es macht richtig schön viel Spaß. Da kann man ganz andere Dinge testen. Ja, weil gestern mal Temu, ein bisschen Materialkontrolle, Kinderarbeit, Blei. Arsen haben wir gefunden. Guckt es euch an, wenn ihr das noch nicht angeguckt habt. Ich werde natürlich jetzt auch die ganzen Grafikkarten immer schön mit diesem Ding da analysieren. Guck mal, was da für Material drin ist. Kann man ja jetzt alles machen. Bin glücklich, dass ich mir es gekauft habe. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche. Die ist ja lang. Der kann nichts dafür, dieser Adapter. Das hier ist der Header und der Header ist unterschätzt, was die Fehler betrifft. In dem Sinne, tschüss.